Hi, ich bin's, die Beate vom Tierkunstatelier. Ich grüße euch, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute zeige ich euch, wie ich dieses Porträt gemalt habe. Es ist in Schwarz-Weiß gemalt, in Öl. Und ich habe noch ein ganz besonderes Material mit benutzt zu malen, und zwar seine Asche. Ich habe die sehr fein gemahlene Asche vom Hund bekommen. Nur ein bisschen, ein Teil, und man braucht nicht sehr viel. Und diese habe ich auch mit benutzt in diesem Porträt. Ich musste auch selbst überlegen, da es Neuland für mich ist, wie ich das am besten machen kann. Es war von vornherein klar, dass es in Schwarz-Weiß gemalt werden muss, damit die Asche gut zu sehen ist. Denn ein farbiges Porträt würde es eventuell ein bisschen... es würde ein bisschen davon ablenken, von der Asche. Und die Asche sollte schon so ein bisschen zu sehen sein. Ich habe die erste Schicht in Öl gemalt. Da habe ich die Asche mit der weißen Ölfarbe ein bisschen gemischt. Und deshalb ist es sehr körnig an manchen Stellen. Dann habe ich es trocknen lassen. Und dann habe ich nochmal gemalt, habe die Kontraste rausgebracht, viele Details wieder reingebracht, und dann habe ich die Asche noch darüber gestreut. Ich habe vorher auch den Hintergrund noch ein bisschen mit Leinöl bearbeitet, also ein bisschen aufgefrischt, dass es feucht ist, und auch im Porträt habe ich dann die sehr feine Asche dann darüber gestreut, und so konnte ich das Bild wirklich mit der Asche gut malen, sozusagen. Okay, also, wie das komplette Bild entstanden ist, wie ich es gemalt habe, wie ich die Asche verwendet habe, das könnt ihr euch jetzt hier anschauen, und bleibt dran, wir sehen uns. Viel Spaß beim Schauen!
Das war hier die gemischte Hundeasche mit weißer Ölfarbe. Die habe ich jetzt aufgebraucht und ja, das ist hier die Asche gewesen. Ich brauche da wirklich sehr, sehr wenig von. Aber jetzt bin ich fertig damit und jetzt muss das Bild halt eben antrocknen und morgen arbeite ich weiter daran. Ich bin schon sehr gut vorangekommen mit dem Porträt von Onyx. Ich habe jetzt eine Nacht abgewartet, beziehungsweise es waren 24 Stunden, bis das Ölbild ein bisschen angetrocknet ist. Also ich kann es schon ein bisschen anfassen. Und das war gestern die erste Version. Das war das, ja, sozusagen das Underpainting, also die erste Schicht. Und jetzt werde ich die ganzen Details ausarbeiten, mehr Kontrast reinbringen. Das Porträt ist ja schwarz-weiß, deshalb muss ich da wirklich sehr auf den Kontrast achten. Und ich werde schauen, wie ich dann noch die Hundeasche reinbringe. Ich habe vor, sie dann zwischendurch oder am Ende halt auch in dieses feuchte Öl an verschiedenen Stellen in verschiedener Stärke einfach drauf zu streuen. Ich werde es einfach ausprobieren und mal schauen, ob es klappt. Thank you.
Ich bereite jetzt noch mal ein bisschen den Untergrund vor. Mit Leinöl. Ich mache den noch so ein bisschen gleichmäßiger und korrigiere auch hier und da die Fläche, damit ich gleich, also ich mache das noch ein bisschen feucht mit Öl, damit ich gleich die Asche noch drauf streuen kann, hier und da. Und ja, das klappt ganz gut. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Und vergesst auch bitte nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr keinen von meinen Videos mehr verpasst. Jeden Samstag Nachmittag um 16 Uhr gibt es ein neues Video auf meinem Kanal. Manchmal auch mittwochs, je nachdem, wie ich es schaffe. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen würden. Wenn ihr Interesse habt, daran malen und zeichnen zu lernen bei mir, dann schaut doch gerne auf meinen Steady-Kanal. Ich würde mich sehr freuen. Ich verlinke euch das unten in der Beschreibung. Vielen, vielen Dank und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.